Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallöchen. Ja, meine Wenigkeit, der Erik. Hallo an alle. Mensch, Erik, hi, ja, du auch hier. Cool, ja. Mega. Na? Na? Genau, für die, die mich nur auf YouTube sehen oder die auf Twitch. Twitch. Genau, die hören. Oh Gott, das ist die Stimme hinter dem Gesicht. Hören mich jetzt mal. Das ist die Stimme. Hm. Nee, hinter dem Gesicht. Auf Twitch hört man mich ja auch. Habe ich übrigens ein cooles Spiel angetestet. Das werde ich auch weiterspielen. Das heißt Deliver Us the Moon. Deliver Us the Moon. Kennst du das? Okay. Nee. Das ist im Game Pass mit drin gerade. Da musst du so eine Rakete starten und dann fliegst du zum Mond und da ist alles, die Mondstation, das spielt so ein bisschen in der Zukunft. Die sind da schon auf dem Mond gesiedelt und das ist alles ein bisschen so eine Mischung aus gruselig und Mystery und so. Ist aber cool. Aber wir reden ja hier eher über Filme, obwohl das sehr filmisch ist. Also das hat auch so ein paar Situationen drin, die haben an Marsianer erinnert so ein bisschen. Deswegen komme ich gerade drauf. Aber wir reden hier über Filme im Kinocast. Und da hatten wir die Sneak Preview, die Home Sneak Preview der vergangenen Woche, den Film Die wandernde Erde auf Netflix. Liu Lang Di Qiu heißt im Original. Und basiert auf einem wahnsinnig erfolgreichen Bestseller in China und hatte deswegen auch in China mehr Besucher in demselben Jahr wie Avengers, hier dieser Endgame und so weiter, der ja in der ganzen Welt richtig abgeräumt hat und Milliarden eingespielt hat und damit Avatar als erfolgreichsten Film verdrängt hat. Aber in China hatte Die wandernde Erde mehr Besucher. Und in diesem Film geht es darum, das spielt so ein bisschen in der Zukunft oder am Anfang wird es kurz erklärt, wie es in der Vergangenheit war, aber springt dann so relativ schnell in die Zukunft. Hier ist es so, hier hat man die Erde, will man in eine neue Umlaufbahn bringen, weil die bestehende Umlaufbahn dazu geführt hat, dass eben so Katastrophen auftauchen. In ein neues Sonnensystem. Ja, das ist, glaube ich, das langfristige Ziel, aber erstmal irgendwie die überhaupt in Bewegung versetzen, ne? Und dann hat man überall auf der Erde so kleine, so was heißt kleine, riesige Düsen installiert, so Turbinen, die irgendwie das quasi wie bei so einem Düsenjäger, solche Dinge, aber in riesengroß halt, oder wie bei in dem einen Star Wars Film war das doch, wo die auf dem einen Planeten, das hatten diese Waffe da, so ähnlich sah das ja auch aus. Und überall auf der Erde verteilt und sie haben erstmal die Rotation der Erde gestoppt, damit sie die, sonst bringt es ja nichts, wenn sie auf einer Halbkugel die Düsen installieren und dann irgendwie Gas geben, sondern sie mussten erstmal die Rotation stoppen, was natürlich dazu geführt hat, dass auf einem Teil der Erde es immer kalt blieb und der andere Teil relativ verödet und verwüstet ist. Und die Turbinen haben sie dann gezündet, oder diese Triebwerke nennen wir es mal, und ja, bringen die Erde so Stück für Stück aus der Umlaufbahn raus und sie müssen am Jupiter, war es glaube ich, ne? Am Jupiter vorbei, so ganz knapp. Ja, ja, nee, beim Jupiter Schwung holen. Nochmal. Oder war es die Venus? Nee. Nein, das hat, das haben wir erst wieder Film gesehen. Der Venus, Erde, Mars. Also, die müssen ja schon am Mars vorbei gewesen sein. Ja, 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 die wollen, die, also sagen wir so, das, es gibt irgendwie so Erdbeben. Und deswegen kommen die aus ihrer berechneten Flugbahn und werden von der also von der Anziehungskraft des Jupiter angezogen. Wie heißt das? Die Schwerkraft. Vom Jupiter zieht die Erde ein Stück an. Und dann kommen die durch, auch dadurch, dass die Erdbeben waren und diese Düsen teilweise ausgefallen sind, aus ihrer ursprünglichen Flugbahn. Würden dann auf einen Kollisionskurs mit dem Jupiter geraten. Und da versuchen sie halt wieder rauszukommen, also das irgendwie wieder hinzubiegen, dass die wieder eine Abweichung kriegen, dass sie nicht mit dem Jupiter kollidieren. Hm. Ja. Und ja, dann verfolgen wir so zwei oder mehrere parallele Geschichten. Zum einen wird erzählt, wie der eine Vater seine Familie verlassen hat, um seinen Dienst auf der Raumstation anzutreten für eine gewisse Zeit. Und wir sehen dann, wie er auf dieser Raumstation ist und demnächst dann bald entlassen wird, also nach einigen Jahren. 17.
Jahren? Ja. Okay. Und wie er dann bald wieder zurückkommen soll und parallel dazu auf der Erde der Sohn von ihm mit seiner Schwester, die irgendwie aus diesem, die Menschheit hat sich mittlerweile in so unterirdische Städte zurückgezogen, weil es oben auf der normalen Erdkugel nicht mehr bewohnbar ist und sie brechen da irgendwie so unten drunter aus und sind dann oben und fahren dann mit so einem riesigen Fahrzeug, das stehlen sie dann mit der Karte ihres Großvaters und diesem Trucker-ID-Card und fahren dann irgendwie draußen rum, was ich nicht ganz verstanden habe, warum sie das eigentlich tun. Also, hast du den Film mit Untertitel geguckt oder hast du die Tonspur auf Englisch gewechselt? Ich habe den auf Englisch geguckt mit Untertiteln. Okay, weil die wollen, dass das chinesische neue geguckt? Jahr... Nein, aber die wollen, also weil ich nicht weil verstehe, warum du es nicht mitgekriegt hast. Ich habe viel nicht mitgekriegt bei dem Film. Er will, der Bruder will der Schwester das neue Jahr, also die feiern chinesisch Neujahr und das wollen sie halt auf der Oberfläche feiern. Mhm. So, und deswegen geht er mit ihr an die Oberfläche. Das wäre, und dann kommen halt diese Erdbeben. Ja, aber wo... Habe ich trotzdem, ja, wollen was feiern, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden, warum er sich da so sinnlos in Gefahr begibt, dann unbedingt auf die Oberfläche zu gehen. Also, aber gut, ja. Ja, da fahren sie da halt so rum und werden dann auch noch mit so akquiriert, weil das Auto wird dann noch gebraucht, um was zu transportieren, irgend so eine Beryllium-Kugel. Und die muss dann irgendwo hingeschafft werden zu so einem Triebwerk, was ausgefallen ist. Und da kommen sie halt noch mit rein in diese ganze... Ja, militärisch werden sie damit angeheuert und müssen dann damit hin und ach, alles sowas. Und parallel noch auf der Raumstation, die natürlich auch sehen, dass da die Erde vom Jupiter angezogen wird. Und diese parallelen Erzählstränge werden uns halt hier dargestellt in diesem Film, was eine ziemliche Effektschlacht ist. Und die Story war teilweise so hanebüchen, dass ich, wie man es schon gemerkt hat, teilweise nicht so richtig gefolgt bin. Es war für mich, wirkte die ganze Zeit eher wie so eine Tech-Demo, finde ich. Also es war wirklich schöne Effekte drin, richtig gut gemacht. Manche auch nicht so gut, wo man dachte, oh je, oh je, was soll denn das jetzt sein? Aber ansonsten, ich glaube, der war auch, was die Effekte angeht, richtig teuer, der Film. Aber von der Story her verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das so ein wahnsinniger Bestseller ist. Also ob da jetzt in dem Buch, was da zugrunde liegt, irgendwelche nennenswerten anderen Erzählstränge enthalten sind oder ob das irgendwie spannender ist oder sowas. Es ist natürlich sehr viel chinesischer Patriotismus, würde ich es mal nennen. Also, wenn die dann hier sich opfern für die Gemeinschaft und ja, und alles sowas, ne? Und hier diese Obrigkeitshörigkeit und so, das ist schon sehr deutlich chinesisch irgendwie. Hm. Ja, wobei es war ja weltweit umfassend, also das war eine weltweite Mission, worauf sie immer wieder darauf hingewiesen haben und dann auch dieses wo sie dann da einmal um Hilfe anbitten und fragen, kommt ja auch so ein französischer Akzent und so mit rein. Das fand ich eigentlich ganz spannend, das fand ich eigentlich ganz witzig. Aber also von den Effekten her fand ich ihn eigentlich ganz cool gemacht. Manchmal so ein bisschen, ja, wirkte es ein wenig hölzern, aber dann aber auch wieder sehr coole Bilder. Also das eine Bild, was auch der Kate gefallen hat, war das mit dem, wo der Jupiter die Erde da anzieht. Das sah sehr, sehr cool aus. Ich fand es halt, die Story war für mich so ein Stück weit ein Mix aus Armageddon, The Day After Tomorrow war viel drin und ja. 2001 also, mit diesem Computer, ja, mit Hell 9000. Genau, der ist ja noch auf seiner Raumstation und muss sich dann mit einem Computer rumärgern, der auch noch so ein rotes Auge hat, ne, wie bei Hell 9000. Ja, deswegen, ja, da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo ich sage so, schon mal irgendwo gesehen. Und da hast du halt einen Film zusammengebastelt mit eigentlich, also ich habe mich tot gelacht am Anfang, als sie die Erde in Bewegung gesetzt haben. Ich so, alles klar. Das fand ich auch wiederum so herrlich absurd, so, also wo ich, ja, also, oh geil. Aber so die Idee an sich mal so, hey, wir retten nicht die Menschheit, sondern wir retten einfach den kompletten Planeten. fand ich schon so, okay, kann man mal machen.
Ach, dann kam auch gleich wieder so drin, so, ja, das hatten alles, ja, die Chinesen hatten die Idee und wir sind die großen Retter der Welt und so. Das war irgendwie alles so ein bisschen gefärbt. Ja, waren ja, halt nicht die Amis mal. Die Amis machen es doch genauso. Ja, klar. Das war halt das mal interessant, halt das aus der Richtung zu sehen, ja. Genau, ich wollte sagen, es ist halt einfach mal aus einer anderen patriotistischen Sichtweise. Und das fand ich, ich fand den Film gut, ich weiß es nicht. Was, also, klar, natürlich ist es hanebüchen. Aber die grundsätzliche Idee zu sagen, okay, wir haben Probleme mit der Sonne, die geht bald drauf, die explodiert und dann gehen wir alle he. Wir können keine Raumstation für alle Menschen auf der Erde bauen. Lass uns doch die Erde versetzen. Ist einfach was Neues. Also das hatte ich jetzt bisher noch nicht in diesen Katastrophenfilmen, dass man einfach darüber nachdenkt, die komplette Erde einfach mal zu versetzen. Und dann auch so einen Plan, der über hunderte Generationen vorausgeplant wird. Und natürlich war das seltsam und dann, das ist der letzte Kern um diesen Fusionskern und dann geht der kaputt oder wird zerstört. Ach nee, warte mal, wir haben hier doch noch einen. Und dann, letzter Plan geht direkt, funktioniert nicht, klappt nicht. Ah, ich habe noch einen anderen Plan. Natürlich ist das seltsam und komisch und aber es ist halt, ich fand's halt einfach mal was anderes, was Neues. Was mich tierisch gestört hat, war die Synchronisation. Das hat auch der Chris gesagt. du wusstest nie, wer jetzt redet. Also du konntest irgendwie keine Verbindung zwischen der Stimme und der Person aufbauen. Sodass du, wenn du kurz weggeguckt hast, wusstest du nicht, redet da jetzt der General, der auf der Raumstation oder der Sohn, der Junge. Und oft hast du das ja, wenn du Filme guckst und Stimmen schon kennst zu den Synchronen, also zu den Schauspielern, dann weißt du, okay, jetzt redet der, ich kann auch mal kurz weggucken. Das war halt in dem Fall nicht der Fall, weil die Stimmen auch sehr, sehr ähnlich waren, vor allem die Männerstimmen. Aber ansonsten, also ich fand den Film eigentlich ganz gut. Mich hat der sehr unterhalten. Er war ein bisschen lang, aber ansonsten hat er mich doch unterhalten und bildgewaltig war er. Die Stimmen waren teilweise gar nicht lippensynchron. Also, ja, das lag manchmal ganz schön daneben. Ja, das geht halt teilweise wahrscheinlich auch gar nicht, weil die sprechen ja ganz komplett anders. Also die. Ja, aber wenn ich halt gar nicht vergleichbar Filme, mit Englisch oder so. Ich, wenn ich Hero oder sowas schaue oder Tiger and Dragon oder andere chinesische Filme, da geht's doch auch. Also ich glaube, das war einfach hingeschludert, diese Synchronisation hier. Da hat man sich wenig Mühe gegeben. Und auch so die Intonation, ja, ich meine, der hält da eine flammende Rede, dass er sich jetzt opfert und sonst was alles und ja, der redet da ganz normal so. Und also das hat irgendwie nicht so richtig gepasst, ne? Also da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr investieren können. Ich weiß nicht, ob das Netflix die Hände drauf hatte auf der Synchronisation. Ich muss aber noch eine Sache erwähnen, auch wenn ich wahrscheinlich nachher Prügel bekomme. Nein, kriegst du nicht. Warum auch immer, aber kriegst du nicht. Es war einfach großartig, weil ich saß halt dran, habe immer gemeint, so, ah, guck mal, jetzt haben wir den Film, jetzt sind wir hier wieder ein bisschen Armageddon, ah, jetzt ist hier wieder Day After Tomorrow. Und dann springt der eine über so eine Plattform rüber und mit welchem Film mit The Rock hast du es verglichen? Skyscraper. Und Kane hockt nebendran und sagt, oh, das guckt, jetzt ist wie Skyscraper, nur realistischer. Und ich bin am Boden gelegen vor Lachen. Aber du hast mich halt falsch verstanden. Weil es gibt doch bei Skyscraper diese eine Szene, wo der von dem Baukran auf das Haus springen will, auf das Hochhaus springen will. Ich glaube, das ist die einzige Szene, die einem bei Skyscraper einfällt. Weil genau. Und das war dieser Money-Shot, der um Trailer ständig kam. Ja. Genau. Und es wurde sich ja mega drüber lustig gemacht, dass das physikalisch überhaupt gar nicht geht, weil viel zu weit weg und viel zu wenig Anlauf und bla und keine Ahnung und der Winkel passt nicht, bla bla bla. Und der springt ja auch quasi, nimmt auch ein bisschen Anlauf und springt, aber das war fast, also es war durchaus realistischer, weil zum einen sackt er ab im Flug, also er kommt ja nicht genau auf der Höhe raus, wo er raus will, ja, und die Entfernung ist nicht so weit weg, also das war jetzt nicht so ein Sprung mit, eigentlich habe ich Flügel und deswegen schaffe ich das, sondern es war ein realistischer Sprung
Nicht wie bei Skyscraper, das war mein Vergleich. Oder hat Chris sich halb tot gelassen, fast vom Sofa gefallen. Ja, weil, also, oh, das war realistischer wie Skyscraper, alles klar. Da versucht jemand mit der Erde, die gerade den Jupiter kollidiert, weil sie die Erde, die Rotation gestoppt haben und in Betrieb gesetzt haben zum Wegfliegen. Da haben sie... Ich meinte also, nur den ja. Sprung. Ja. Und außerdem habe ich nicht gesagt, das ist realistischer wie Skyscraper. Ich habe geschrieben, der Sprung ist realistischer wie bei Skyscraper. Ich habe das schon definitiv eingegrenzt. Ah ja. Ich weiß auch nicht, aber der Film, ich weiß nicht, wenn es vielleicht ein US-Remake davon gibt, vielleicht ja, können die ein bisschen die Story ein bisschen straffen und ein bisschen, also es war teilweise sehr wirr, diese Story. Also nicht nur, dass man Probleme hatte, da zu folgen, weil man nicht wusste, wer redet jetzt eigentlich gerade. Zum anderen, ja. Ich fand auch da war so ganz, ganz komischer Sound auch in der Tonspur, in der englischen. Ich habe nicht umgeschaltet mehr auf Chinesisch, also sonst hätte ich ja gar nichts verstanden, aber da war es teilweise so, der war auf der Raumstation und du hast eigentlich nur die Stimme gehört, nichts im Hintergrund, gar nichts irgendwie. Mhm. So wirklich ganz isoliert, nur die Stimme, genauso die da irgendwie gefahren sind oder so. Oder irgendwie hat sich das vom Sound her falsch angefühlt. Ja, ich weiß, was du meinst. Es fehlten einfach so diese Hintergrundgeräusche. Ambience, diese, irgendwas, ja. Irgendwelche ja, Noises, so. Die im Hintergrund ja, irgendwie sind. Irgendwelche ja. Fahrgeräusche oder irgendwelches Poltern. Oder. Das ist auch, wenn irgendwie irgendwas eingestürzt ist. Das war auch fast schon leise. Also, wenn du überlegst, da ist eine riesen Wand oder irgendwelche Gesteine, die einfach zusammenbrechen, zum einen ist es ja mega laut und du müsstest ja dann die Unterhaltung mit dem anderen kaum verstehen, aber die haben sich ja auch nie wirklich so richtig angeschrien, so von wegen, kannst du mich hören? Ja, oder ich verstehe dich nicht, weil es um sie rum so laut war, das war nicht da, das hat gefehlt. Ja gut, und die standen halt alle in einem Greenscreen, ne? Ja, ja, klar. War es halt nicht laut. Aber trotzdem musst du das dann so spielen können, es muss ja in irgendeiner Weise glaubhaft rüberkommen. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber interessant fand ich auch so ein bisschen den Ausblick auf einen weiteren Teil, den sie da so gemacht haben. Ja, und was da vielleicht noch so kommen könnte. An sich, also effektmäßig top, also was da aus China kommt, ist Wahnsinn. Ja, natürlich. Aber storymäßig doch ein bisschen dünn, deswegen bekommt unser Heim-Sneak-Preview-Film von mir 5 Punkte, weil es war so, ja, ich habe mir jetzt mal gesehen, war ein okayer Film, aber hat mich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe ihm 6 Punkte gegeben, weil ich fand ihn dann doch ganz cool, also von den Effekten und von dem allen her. Und ich habe da schon weitaus Schlechteres gesehen, was Weltraumfilme angeht. Deswegen. Und die Idee, ich preise und lobe einfach auch die Idee, komm, wir schieben einfach mal die ganze Erde einfach weg. Ich gebe ihm 6,5 Punkte. Okay, also ja doch, also auf jeden Fall über dem Durchschnitt seid ihr beiden und vielleicht hat sich ja jemand von unseren geschätzten Hörerinnen oder Hörern mal reingetraut an das Thema. Gibt es ja auf Netflix, muss halt ein bisschen ja, entweder auf Englisch schauen oder auf Chinesisch. Deutsche Untertitel gibt es auf jeden Fall. Und dann könnt ihr da mal einen Blick riskieren. Die wandernde Erde, der erfolgreichste Film in China in dem Jahr, wo eigentlich weltweit die Avengers abgeräumt haben. Okay, was machen wir denn nächste Woche oder ja in der folgenden Sneak Preview? Erzähl doch mal, Kate. Ich muss das Dokument öffnen, Moment. Genau, wir haben für nächste Woche, also jetzt für morgen, auch einen Film ausgesucht von Netflix. Ich hatte den Tipp abgegeben, der Flattermann. Gemeint war Anthony Mackie, denn der spielt in dem Film Outside the Wire mit, den wir uns dann für die kommende Woche vorgenommen haben. Einen kleinen Tipp für die nächste Woche. Und wieder im Weltraum. Sowas in der Art hätte ich tatsächlich auch gemacht, Erik. Ja. Tipp ist, und wieder im Weltraum. Genau. Ja, ein Netflix-Film. Mal gucken, was das dann ein sein Netflix-Film. Wird. Ja. Okay, dann begeben wir uns mal in den Bereich des Heimkinos. Da haben wir nämlich einen Rezensionsdisk bekommen. Heimkino. Da haben wir den Film Vigil, The Vigil. Die Totenwache bekommen.
Pressemitteilung, Untertitel: Schau in die Seele eines Toten, ohne dabei die deine zu verlieren. TV Movie hat geschrieben: Übernatürlicher Horrorfilm vom Feinsten. Die Webseite bloodfest.de hat geschrieben: Ein intelligenter und sehr sehenswerter Horrorfilm, der eine wichtige Botschaft vermittelt. Okay. Inhalt: Der junge Jakov möchte die strenge chassidische Gemeinde in Brooklyn am liebsten verlassen, weil er seinen Glauben verloren hat. Da er dringend Geld braucht, stimmt er widerwillig dem Angebot des Rabbiners zu, die nächtliche Totenwache für ein verstorbenes Gemeindemitglied zu übernehmen. Kurz nach seiner Ankunft in dem baufälligen Haus wird Jakov klar, dass hier etwas sehr, sehr falsch läuft. Schon bald findet sich der junge Held in einem unheimlichen Albtraum wieder, der von einem furchteinflößenden Wesen orchestriert wird, einem Masik, wie im jüdischen Volksglauben jener Totengeist bezeichnet wird. Punkt. In dieser Nacht des surrealen, ich dachte, es ist ein Komma, weil hier geht es nämlich klein weiter. In dieser Nacht des surrealen Schreckens muss sich Jakov nicht nur bösen Geistern, sondern auch den Dämonen seiner Vergangenheit stellen. Also, was hier ein bisschen kurz zusammengefasst ist, wir sehen, wie dieser Jakov, ein junger Mann, der ist am Anfang, ist so eine Szene, da sitzt er irgendwie mit ein paar Freunden zusammen und da kommt so raus, dass er teilweise wirklich extreme Geldprobleme hat, dass er sich überlegen muss, ob er sich was zu essen kaufen kann oder ob er das Geld für was anderes nimmt oder so. Und ist da ein bisschen in die Bredouille gekommen und versucht auch irgendwie einen Job zu finden. Und ja, er begegnet eines Tages dem Rabbi und der schlägt ihm vor, hey, hier gibt es diese Aufgabe und wir erfahren am Anfang in so einer Texteinblendung, dass es im jüdischen Glauben wohl so ist, wenn jemand verstorben ist von der Gemeinde, dann treffen sich diese Totenwächter quasi neben der Leiche und verbringen eine Nacht neben der Leiche und machen so Gebete und so, damit die Seele ihren Weg in das Jenseits findet und diese Aufgabe kann auch an normalerweise machen das Familienmitglieder und wenn aber niemand mehr da ist oder niemand sich in der Lage fühlt, das zu tun, dann kann das auch jemand Externes machen, der kann dafür angehört werden und das ist eben unser Held hier in dem Film und er setzt sich halt am Anfang dann in das Zimmer mit der Leiche, mit dem Rücken zur Leiche und setzt sich erstmal die Kopfhörer auf und hört ein bisschen Musik und so weiter und betet dann immer ab und zu mal irgendwas und irgendwie wird es aber dann doch ein bisschen komisch, weil er nickt dann auch ein und hat einen ganz düsteren Traum und den er aber nicht so recht zuordnen kann, weil irgendwie träumt er zwar was, wo er sich selber sieht in seiner Vergangenheit, aber das sind gar nicht seine Erinnerungen und ja, ist alles sehr suspekt und in dem Haus wohnt auch noch die Ehefrau des Verstorbenen und die ist auch sehr, sehr mysteriös, so wie sie so agiert und das Ganze ist eher ein Kammerspiel, würde ich es mal nennen, also auf sehr begrenzten Raum. Natürlich diese eine Wohnung spielt das hauptsächlich mal kurz mal draußen. Und als es dann sehr unheimlich wird, stellt er fest, dass er auch das ganze Geschehen nicht verlassen kann, dass ihn der Dämon da zurückhält. Und er recherchiert dann auch ein bisschen, was es damit auf sich hat, versucht rauszutelefonieren. Das klappt aber alles nicht so richtig. Und er ist dann halt mit seiner Situation dann dort gefangen und muss damit irgendwie klarkommen. Ich sehe hier schon eine Wertung vom Chris. Fand es anscheinend nicht ganz so. Ich fand den nämlich eigentlich ganz gut. Weil ich mochte dieses Setting, dieses, ja, und es war jetzt auch kein fett produzierter Horrorfilm mit tausenden von Jumpscares, sondern das war halt wirklich ein kleines Kammerspiel, was eher so ganz schleichend gruselig geworden ist und dann doch ein paar, ein, zwei, drei heftige Schockeffekte hatte. Und das Ende fand ich auch ziemlich gelungen, was immer schwierig ist, wenn man so einen Film hat und muss das dann irgendwie gut zum Ende bringen. Und für mich war das eine runde Sache. Warum fandst du es nicht ganz so gut? Ich fand ihn stinkend langweilig. Echt? Meine Fresse. Fandst du nicht gruselig? Nein, überhaupt gar nicht. Ich fand ihn ganz, ganz, ganz fürchterlich träge. Nicht besonders gut schauspielert. Mir hat es teilweise von der Story hat sich für mich überhaupt keinen wirklichen Sinn ergeben. So, oh ja, ich sitze jetzt da, aber ich habe dann wieder diese Flashbacks. Oh, aber ich muss ja auf die alte Frau aufpassen. Das ist so super hervorsehbar. Also hey, wenn ich zu dir sage, pass mal auf, es gibt einen Horrorfilm, da hockt einer und bewacht eine alte, tote Frau. Sorry, also 90% der Szenen hätte ich dir vorhersagen können. Mann war tot. Und das hat wie
Der Mann war, ja, der Mann tot, Entschuldigung. Guck, ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen. Da war der Mann tot. Gottes Willen, da bewachte halt einen alten Mann. Einen verstorbenen Mann. Nee. Also, ich fand's tröge, ich fand's nicht besonders gut in Szene gesetzt alles. Also, mich hat's überhaupt nicht abgecatcht. Und auch was diese Hintergrundgeschichte mit seinem, oh ja, ich war so ein Aussteiger und bla 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 und hier und da und hoho, ich habe jetzt Internet auf dem Handy und hä? Ja, okay, aber hä? Der hat ja völlig hinterm Mond gelebt dann. Und ja, ich weiß auch nicht. Also für mich war weder die Figur glaubwürdig noch irgendwie gut dargestellt. Also mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Und Kate, du auch nicht, sehe ich hier. Ich glaube, ich habe den Film nicht verstanden. Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Ja, das ist ja das Problem. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe versucht, dem Film zu folgen. Und dann wurde er ziemlich langweilig. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann wird sich das jetzt wahrscheinlich gleich hier, das Toten, also dieses Leichentuch da, wird sich bestimmt gleich bewegen und irgendwas ist komisch und so. Und dann fing es ja an, dass quasi seine eigenen Dämonen aus der Vergangenheit ihn einholen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, nachdem so die ersten komischen Sachen passiert sind, wieso geht der nicht? Ja, der hat Zweifel an seinem eigenen Glauben. Und klar, ist jetzt eine gut bezahlte Nacht, ne? Aber trotzdem, sobald er irgendwas spooky wird oder er das Gefühl hat, wieder durchzudrehen, weil er ja auch irgendwie psychische Probleme hatte in der Vergangenheit, ich würde die Beine in die Hand nehmen und das Haus verlassen. Das ging ja nicht. Aber nein, er ist ja schon rausgegangen, aber da steckte er schon viel zu tief drin. Ah. Der hätte meiner Meinung nach gleich als die ersten Sachen aufgetaucht sind oder als er das Video bekommen hat auf seinem Handy. Ich hätte die Beine in die Hand genommen, wäre gegangen. Ja. Im ersten Moment, dass mir irgendwas komisch vorkommt. Aber nein, der ist halt sehr ruhig geblieben, fand es irgendwie komisch und hat schon versucht, noch mit denen zu reden, mit seinen Erscheinungen. Und ich hab's irgendwie nicht verstanden, warum. Und dann auch wo er quasi dann so versucht, okay, er kämpft jetzt dagegen an. Habe ich auch nicht verstanden. Warum? Also, und wieso? Also, ich habe das Ende auch nicht verstanden. Wie er das hingekriegt hat, dass der Film so endet und so. Ich habe irgendwas verpasst. Irgendeine Erklärung unterwegs. Okay. Man merkt es schon, ja, weil ich höre da schon einiges raus, was da anscheinend verloren gegangen ist. Ich lese ja gerade auf dieser referenzierten Webseite hier, bloodfest.de, der hatte noch mit rausgearbeitet, dass das eine adaptierte Geschichte ist von Stephen Kings Roman Feuerkind. Okay. Ah ja. Und ja. Ja, also ich fand ihn einfach auch nicht, ich fand ihn auch nicht besonders gruselig. Weil, wie der Chris schon gesagt hat, es war halt einfach vorhersehbar, wenn sich da einer mit einem Toten einsperren lässt. Das ist Genre Horror. Kann ja nur sowas passieren. Und dann auch diese Glaubensschiene, die gleich am Anfang aufgemacht hat, dann kann es fast nur was Dämonisches sein. Man hat einfach schon viel zu viel gesehen an Horrorfilmen, an guten und an schlechten Horrorfilmen, um nicht zu wissen, was in diesem Film wohl passieren wird. Das ist halt ja. Langweilig. Okay. Ja, ich fand's ganz gut, weil das war irgendwie so auf so engen Raum gemacht und ja, auch so mit wenig Mitteln, ohne viel Shishi und so. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Also mich hat's irgendwie erwischt, weil ich meine, der sitzt da in einem Raum mit einer Leiche, muss irgendwelche kuriosen Gebete da machen und die Oma, die war da sehr gruselig, die dann immer nochmal kam und so und das war irgendwie alles so, das hat mich schon irgendwie erwischt gehabt, so vom Gruselfaktor her fand ich das sehr, hat mir Oma das... Oma kannte ich irgendwo her. Ich guck nicht. Grad mal, ob ich kenne die Oma nicht. Ja, doch, ich kenne die aus irgendeinem anderen Film. Auf jeden Fall, also zweimal einen Daumen runter, einmal den Daumen so leicht nach oben von mir für The Vigil, die Totenwache. Ein Blumhouse-Horrorfilm nach einer Adaption von Stephen King, wie ich gerade gelernt habe. Wer, ja, jetzt in der aktuellen Zeit gibt es ja nicht so wahnsinnig viel, was man im Kino sehen kann, um nicht zu sagen gar nichts, der kann sich das mal holen. Den gibt es nämlich jetzt seit
Seit 22. Januar gibt es ihn digital zum Ausleihen verfügbar und ab 11. Februar, also quasi wenn die Sendung erscheint, in wenigen Tagen könnt ihr den auf Blu-ray und DVD kaufen. Könnt ihr da mal einen Blick riskieren. Ich weiß, woher ich sie kenne. Ja? Die hat in dem zweiten Teil von Tribute von Panem mitgespielt. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Das war die alte Frau, die sich freiwillig gemeldet hat. Ja. Ah, okay. Die war das. Gut, also von mir 7 Punkte, von euch jeweils 30 hier. Ja. Ja, macht zusammen 6, also sind wir ganz nah dran bei dir. Macht zusammen 13. Ja, in unsere beiden. Beste Film. Mann, oh, ja. Gott. Okay, und für nächste Woche habe ich auch schon eine Rezensionsdisk bekommen, die werde ich euch dann noch bereitstellen. Nämlich, da hat jemand mitgespielt, den wir sogar kennen, ne? Ja. Ich habe mich noch nicht informiert. Faking Bullshit, steht im Dokument. Ach, warte mal, stimmt, aber ich habe das irgendwo schon mal gehört. Da hat ja hier der, wie heißt der, der hat nämlich erzählt, der war bei den Action-Szenen, haben sie den als Statisten mit in der Polizei, hier SWAT-Uniform irgendwas, haben die da gemacht. Ne? Ich habe schon mal in den Trailer geschaut, der auf der DVD ist. Der ist echt lustig. Also geht es irgendwie darum, so ein kleines Polizeirevier soll geschlossen werden. Und weil dort irgendwie keine Straftaten passieren, dann faked halt die Polizei selber irgendwelche Straftaten. Also die laufen halt verkleidet mit Hoodie über dem Kopf und so. Laufen sie halt hin, schlagen irgendwelchen Kindern das Eis aus der Hand und laufen lachend weg und so, damit die irgendwie hier zur Anzeige gebracht wird. Und, so. Und also der Trailer sieht schon sehr lustig aus, weil da kommt dann so eine von diesem Polizeipräsidium irgendwie eine Frau vorbei, die soll das alles untersuchen und ja, also da gucken wir mal rein. Das sieht lustiger aus als Vigil, die Totenwache. Und dann, da hier nirgendwo anders was drinsteht, sind wir ja schon sofort in unserer Rätselecke. Ich höre Chris schon wie wild tippen. Ich glaube, der hat ein richtig gutes Rätsel jetzt rausgefunden. Ne? Rätselecke. So. Der Chris hat immer gute Rätsel. Der definitiv. Chris hat nämlich immer unfassbar schwierige Rätsel. Und heute habe ich mich inspirieren lassen, mal wieder einen Film suchen zu lassen, von dem ich euch die Schauspieler nenne. Und ich möchte da allerdings mit einem anfangen, der jetzt leider kürzlich verstorben ist. Christopher Plummer. Und zwar vor 2 Tagen ist Christopher Plummer gestorben, genau. Und der hat in diesem Film mitgespielt auch. Und das ist schon mal einer der Stars, den ich euch schon vorne wegnenne. Judge Dredd. Christopher Plummer. Nein. Dann noch dabei. Übrigens, jetzt ist Kate dran. Also, ja, klar. Ja, du hast Nein. Du hast eine Nein. Ja, ja. Nina Arvesen. Bitte wer? Joe Altmark. Lisa Alif. Julia Jennings. Lenka Peterson. Wollt ihr eigentlich mal Fragen stellen, aus welchem Jahr oder so? Ich bin ja nicht dran. Aus welchem Jahr ist der Film? Ja. Nur Ja-Nein-Fragen. Okay, ist er älter wie 2015? Ja. Mit Sicherheit. Wieso mit Sicherheit? Ja, Christopher Plummer hat nicht mehr viel gespielt jetzt in den letzten Jahren. Und diese Namen also, ja. Klingen... Also, ist er älter wie 2000? Ja. Ist es ein Real-Person-Film? Was, ein Real-Person-Film? Ja, kein Animationsfilm, verdammt ärgst. Ach so, ja, ja. Okay. Erik, mach mal weiter. Ich gebe ab. Nee, du hast ein Ja, du bist dran. Ja, aber ich gebe ab. Dann frag doch mal die Jahre noch weiter runter, bis wir ein Nein kriegen. Okay. Spielt es vor 1995? Ja. So, vor 1990? Sehr präzise, ja. Jetzt geht es schon 5 Jahre Schritten weiter. Ja, natürlich. 85? Nein. Also vor 85, meinte ich. Du bist nicht mehr dran, Erik. Also zwischen 85 und 95, wenn ich da richtig gefolgt bin. Ja. Ah, das war die Phase, wo er auch bei Judge Dredd mal mitgespielt hat. Was hat Willst er du nochmal Judge Dredd fragen? Das sag ich gleich nein. Nein, das will ich nicht nochmal. War es ein großer Erfolg? Großer Kinoerfolg? Also schon ein bekannter Film, meine ich jetzt. Also
Ja, ich denke schon, dass es ein bekannter Film war. Also Arthouse Special Interest hier. Hat da Denzel Washington mitgespielt? Ich habe ein Ja gekriegt, ne? Ist das halt so herrlich organisiert, das ist unfassbar. Ist ein Actionfilm? Nein. Okay. Hat da Denzel Washington mitgespielt? Ich kenne nur einen Film, der so alt ist. Okay, dann nicht. Nein. Kennst nur einen Film, der so alt ist? Ich kenne mich mit den ganzen alten Filmen nicht zwischen aus. Zwischen 85 und 95. Ja, da war ich halt noch ein Kind. So, zwischen 85 und 90 ist an der Phase? Ja. Okay. So, jetzt mal überlegen. Großer Kinoerfolg in der Phase. Soll ich noch ein paar Schauspieler vorlesen? Ja, lies mal noch erstmal ein. Bruce Gray. Kathleen Freeman. Wer kennt sie nicht? Dabney Coleman. Liest du Make-up gerade vor oder was da? Ja, oh, der Hund fällt. Mit der Hintergrundfrage jetzt: Elizabeth Ashley. Jack O'Halloran. Oh, jetzt hat's geklingelt. Super. Alexandra Paul. Dann warte mal, ich glaube, die Kate macht ja auf, ne? Oder? Ja. Die hört ja sonst nicht, was du jetzt sagst. Muss mal einen Moment warten. Das ist wohl wahr. Wir unterhalten sie mit Musik. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, 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 dam. Weißt noch, für unsere 1-Minute-Challenge. Stark. T-minus 40 seconds. Hallo. Ah ja. Bin wieder da. So, ja, ich habe extra einen Chris mal eingebremst hier in seiner Euphorie. Hab gesagt, du solltest das schon mithören, was hier als Hinweis gegeben wird. Das Problem ist, ich kenn halt voll viele Filme gar nicht aus diesen Jahren. Ja, wenn das ein bekannter ist, vielleicht doch. Also wir reden jetzt von 85 bis 90. Und der Chris liest weiter irgendwie die Make-up-Artists und vor. Jack O'Halloran hat auch mitgespielt. Wer ist Jack O'Halloran? Und Alexandra Paul hat mitgespielt. Kannst du mal zu Hauptdarstellern kommen, bitte? Oder welche, die man irgendwie kennt. Harry Morgan hat noch mitgespielt. Und dann hat noch mitgespielt Tom Hanks. Tom Hanks. Zwischen 85 und 90. Tom Hanks. Seine großen Erfolge waren ja Anfang der 90er mit Philadelphia und sowas. Castaway. Nee, das war ja später. Das war zu spät, ne? Das war ja später. Wo hat denn Tom Hanks Ende der 80er? War das hier Scott und Hooch oder sowas? Nein. Da hat er doch mitgespielt. Mein Partner mit der kalten Schnauze oder irgendwie. Nee, war das das? Ach nee, das hieß anders. Ich glaube, der erste noch ein Hauptdarsteller. Ja, Christopher Plummer, danke. Nein, dann fehlt noch einer. Ach so. Aber war Christopher Plummer denn ein Hauptdarsteller? Ja, einer davon bestimmt, ja. Also nicht der Hauptdarsteller, aber. Ah, warte mal, da gab es doch einen Film mit. Oh, das war, glaube ich, der allererste, den ich mit ihm gesehen habe, aber ich komme nicht auf den Titel. Das war ein ganz kurzer, prägnanter Titel, aber ich weiß es nicht mehr. Gott. Ich habe den Film gesehen und dachte so, der sieht aus wie ein Kind. Der war so klein. Tom Hanks, Ende der 80er. Da habe ich Soll ich den letzten Hauptdarsteller auch noch vorlesen? Ja, sag mal. Dan Aykroyd. Nee. Aber Tom Hanks und Dan Aykroyd, das war doch das mit dem Hund, oder? Nein. Ich komme nicht auf den Titel. Es gibt einen Film, den habe ich mal gesehen. Der Tom ist uralt. Hanks. Und den, aber auf jeden Tom Fall Hanks irgend so eine, ein kleines Kind. Also kein Action, also irgendeine 80er-Jahre-Klamotte, was ist das dann? Darf ich mein Handy in die Hand nehmen? Nein. Dann finde ich vielleicht den Filmtitel raus. Ja, deswegen nein. Irgendeine Komödie, oder? Komödie. Ja. War das nicht hier irgendwie irgendeine Polizeiklamotte oder irgendwas? Ja. Puh, wie hieß denn das, ey? Das ist...
gesagt, erst nach den 90ern konnte ich westliche Filme im Kino sehen. Ist das ein kurzer Filmtitel? Im Englischen ja. Dann ist bestimmt der Film, den ich meine. Ich glaube, im Deutschen hat er bestimmt auf Deutsch nicht. Sowas wie, ich löse den Fall auf jeden Fall oder sowas. Das war dann in den 80ern so in sowas. Sowas Langes. Na, dann ist vielleicht doch nicht der, den ich meine. Ah. Polizei. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber nicht drauf. Aber nee, in einem der Police Academy war es nicht. Da waren die beiden nicht drin. Nein. Nee, habe ich ja gesagt, nein. Oh. Da waren die nicht drin. Ja, ich aber das war, ich habe, glaube ich, das Cover habe ich vor Augen, so ein weißes Cover, wo die so Rücken an Rücken stehen oder sowas. Aber was das jetzt für einer war, war das nicht mit dem Hund Scott und Hooch oder sowas? Oder na, immer. Mein verrückter Partner oder irgend sowas. Das war doch damals, mit der kalten Schnauze. Das war doch damals immer so ein Ding hier, so, ja, die Buddy-Movie-Komödien hier, so, ja, so zwei, die sich zusammenraufen müssen, irgendwas machen und. Da gab es doch tausende von diesen Dingern da. Ja, was ist denn da los heute? Sag mal. Ich komme nicht drauf. Ja? Ich komme nicht drauf. Nee. Der also Original- ohne Handy, ohne mein Handy kriege ich es nicht hin. Der Originaltitel dieser Crime-Komödie, die 1 Stunde 46 geht und ab 12 Jahren ist, lautet Dragnet. 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 Und wie heißt er auf Deutsch? Dragnet. Ja, das ist auf Englisch. Kenne ich mal den Filmtitel, also von daher. Ja, auf Englisch, aber auf Deutsch. Kenne ich ihn bestimmt, ich oder? Kein Plan. Also das Cover habe ich irgendwie vor Augen, aber ich weiß gerade nicht, in welchen... Polizei. Es spielt in Los Angeles. Los Angeles Police ist da auch dabei. Also für die spielen sie. Ich kenne den Film. Ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht lösen ohne Handy. Zwei irre Typen oder so wahrscheinlich oder irgend sowas. Nein. Mein verrückter Partner oder die hat noch meistens solche Namen hier. Ja. Wo sind in Los Angeles? Ja. Keine Ahnung. Untertitel im Englischen ist noch Just the Facts. Das hilft jetzt alles nichts. Die Bullen von Los Angeles, die Cops von Los Angeles, die... Bulle. Bullen ist schon mal nicht so weit weg. Ja, Bullen haben sie auch meistens so irgendwie im Titel. Die Bullen ohne Plan. Nein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne den Film nicht. Ich würde nicht drauf kommen. Ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. Ja, okay. Dachte, den hast du vielleicht mal gesehen. Ich komme auch nicht weiter. Nee, ich glaube nicht. Bullen. Soll ich lösen? Ja, musst lösen, hilft nicht. Und ich mache dann einfach nächste Woche nochmal ein Rätsel. Ja. Okay. Okay, ja. Ich glaube, das erste Mal, dass das passiert. Der Filmtitel, der gesucht ist, heißt auf Deutsch Schlappe Bullen beißen nicht. Ah, das sagt mir was, ja. Der. Also ich, wenn es hochkommt, habe ich den einmal irgendwann gesehen im Fernsehen, aber das war jetzt, glaube ich, nichts, was mich so vom Hocker gerissen hat. Den kenne ich. Ich weiß noch nicht mal, dass der Christopher Plummer mitgespielt hat. Hat er einen Bösewicht gespielt oder was hat denn der da? Keine Ahnung mehr. Gibt es doch meistens Polizisten und dann, oder hat er ein Polizeischiff gespielt? Nee. Steht das irgendwie da? Welche Rolle in deiner Liste? Er hat gespielt Whaley. Wiley. Keine Ahnung. Nee, vielleicht sollte man da mal wieder reingucken in den Film. Ja. Mal 80er Jahre. Schon ein bisschen traurig hier, was ihr gerade abgeliefert habt. Also. Also Beverly Hills Cop lief ja bei uns im Kino in der DDR. Aber Schlappe Bullen beißen nicht. Dragnet lief bei uns nicht. Warum auch immer. Na gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hättet ihr es gewusst, schreibt es in die Kommentare. Und ja, da ist der Chris nächste Woche wieder dran. Und wir. Yeah. Wir schämen uns und gehen in die Schäbige-Ecke. Definitiv. Ja. Ich wollte übrigens diesen Grizzly-Film wollte ich gucken, ne? Gibt's den gar nicht. Nirgendwo. Oh nein! Diesen Grizzly 2. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert. Wir hatten doch letztens, wann war das? Wo wir irgendwie diesen Filmtitel da bekommen hatten, wo George Clooney irgendwie eine der ersten Rollen hatte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Und. Ich wollte den sogar, ich hätte den sogar irgendwie gekauft, aber den gab es einfach nicht. Da war es irgendwie so,
dass der damals gar nicht erschienen ist so richtig und dann wollen sie den irgendwann mal rausbringen. Gibt es jetzt erst so eine Initiative, dass der nochmal neu aufgelegt wird, überhaupt erstmal als DVD Blu-ray? Mal gucken, wann das kommt. Dann gucke ich den mal. Okay, dann sind wir schon bei den Musiktipps. Music. So, dann fang mal an hier. Ich nehme heute Misery Business von Paramore. Chris? Ich habe von Three Doors Down to Better Life den Double X Mix. Gibt's den auf Spotify? Hast du mal geguckt zur Sicherheit? Oder? Ja, ja, klar. Gut. Ich gucke immer vorher, bevor hier. Ich heiße ja nicht Erik. Ja, kann ja sein. Wenn da so einen speziellen Mix oder sowas, ich meine, Three Doors Down wird es alles Mögliche geben, aber so ein spezieller Mix manchmal vielleicht nicht. Und ich habe passend zu unserer Rezensionsdisk Vigil die Totenwache von Joachim Witt, ich bin immer noch hier. Und genau, so, wenn ihr die Musiktipps irgendwie hören wollt oder alles, was wir bisher schon so getippt haben, seitdem wir das tun, müsst ihr mal auf Spotify gucken, in die Playlist Kinocast Songs und auf Spotify. Ich habe ja gesehen, also die Hörerzahlen, die steigen da stetig auf Spotify, also die steigen im Verhältnis auf Spotify mehr als auf dem Blog oder auf iTunes. Also wenn ihr uns auf Spotify hört, guckt vielleicht auch mal rüber zu iTunes und lasst mal eine Bewertung da oder so, das hilft dann auch. Ihr könnt gern ja auf Spotify das auch weiterhören, da kann man leider nicht kommentieren und nichts, da gibt es auch keine Kapitelmarken, aber ja, schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und wenn ihr einen Kommentar irgendwie da lassen wollt, geht am besten auf kinocast.net und klickt auf den aktuellen Beitrag. Da gibt es ein Kommentarfeld, dann kommt das am besten an. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen, so fleißig. Und ja, an alle, die uns unterstützen möchten. Ihr findet auf kinocast.net ganz oben so einen Button. Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr diverse Möglichkeiten. Patreon geht eigentlich momentan am einfachsten. Ja, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Sehr gerne. Jo, sehr gerne. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Dann bleibt gesund. Bis nächste Woche dann mit Outside the Wire als Sneakfilm und Rezensionsdisk Faking Bullshit. Mal gucken, was noch so kommt. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Bis bald im Kinocast.